Guten Tag, Herr Halemermeer von Jan van Rooyen. Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview zur Verfügung stellen. Wir haben einen Interviewtermin. Wie, was zur Stelle? Für mich ist es wirklich was ganz Besonderes, dass ich Sie interviewen darf. Jan van Rooyen gilt ja als einer der wichtigsten Vertreter der niederländischen Landschaftsmalerei. Was verbinden Sie denn mit Jan van Rooyen? Ja, der hat mich gemalt. Das Bemerkenswerte ist ja, dass er die Landschaften ganz realistisch gemalt hat und nicht idealisiert hat. Und das kam wirklich sehr gut an bei den Niederländern damals. Erinnern Sie sich noch, wie die Reaktionen des Publikums waren? Ja, die mochten das. Herr Halemermeer, es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn Sie ein wenig mehr antworten könnten, wenn Sie nicht ganz so wortkarg wären. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Interview gefreut. Ich habe nämlich auch eine ganz persönliche Verbindung zu den Niederlanden. Meine Vorfahren sind nämlich Niederländer. Ich heiße ja Vismann, also Vis für Fisch, also man könnte es als Fischverkäuferin übersetzen. Und ich mag die Bilder von Jan van Rooyen. Er hat so realistisch gemalt, die Landschaften, die Wolken, der Himmel. Also es fühlt sich ja so an, als wäre man als Betrachterin mittendrin. Was ist denn für Sie ganz persönlich das Besondere an der Seenlandschaft, die man auf Ihnen sehen kann? Auf mir ist das Haarlemmer Meer zu sehen. Das gibt es heute nicht mehr. Ihre Vorfahren sind Niederländer. Wo kommen die denn her? Aus Leiden. Ach, das ist ja interessant. Da kommt mein Erschaffer Jan van Rooyen auch her. Sie sagten, das Haarlemmer Meer gibt es heute nicht mehr. Wie kommt das? Das Haarlemmer Meer war ein großer Binnensee nahe Amsterdam. Ein Polder, der die Stadt immer wieder mit Hochwasser bedroht hat. Mitte des 19. Jahrhunderts, ich erinnere mich noch wie heute, da haben die Holländer dann das Haarlemmer Meer trockengelegt und dadurch gewaltige Landflächen dazugewonnen. Das, was Sie auf mir sehen, das gibt es also nicht mehr. Wissen Sie, was dort heute ist? Nein, was denn? Kuhweiden und der Amsterdamer Flughafen Schiphol. Schiphol bedeutet Schiffsloch, weil dort zu Zeiten des Haarlemmer Meers immer wieder Schiffe versanken. Das ist ja wirklich sehr interessant. Da, wo auf Ihnen sozusagen die Schiffe idyllisch vorbeischippern, landen jetzt Flugzeuge. Genau. Eigentlich schade, dass dieser See des Haarlemmer Meer verschwunden ist. Stimmt. Heute macht man das gar nicht mehr. Was meinen Sie damit? Heute macht man das nicht mehr? Na, Landgewinnung. Große Teile der Niederlande sind so entstanden, aber heute macht man das nicht mehr. Weder in den Niederlanden noch in Deutschland baut man Polder, um Land vom Meer abzutrotzen. Im Gegenteil, da findet gerade ein Umdenken statt. Einige Planer und Küstenschützer überlegen, mancherorts ein wenig Land dem Meer zurückzugeben, um einen besseren Hochwasserschutz zu bekommen. Auspolderung heißt das. Und was soll das bringen? Ja, die Planer gehen ja von einem steigenden Meeresspiegel aus. Und das wird auch höhere Sturmfluten bringen. Und an manchen Stellen sollen deshalb Überschwemmungsflächen geschaffen werden, um die Deiche zu entlasten. In Husum wird das ja gerade heftig diskutiert. Davon habe ich gelesen. Ich erinnere mich. In der Nähe von Wilhelmshaven gibt es auch so einen Polder, der da geschaffen worden ist. Also eine Salzwiese, die dann bei Hochwasser überflutet werden kann. Und dann kann ja an so einer Stelle auch so eine schöne Seenlandschaft entstehen, wie man sie auf Ihnen sehen kann. Naja. Nicht ganz. Die Flächen wären ja nur nach Sturmfluten voller Wasser. Aber jetzt bin ich wieder müde, werte Dame. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Vielen Dank. Besuchen Sie mich wieder mal, bitte. Ja, mache ich gerne. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.